Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Bridge Constructor im Mittelalter. Wir haben die Brücke Nummer 9 und unsere Aufgabe: Baue eine Brücke, um die Waffen und Rüstungen zur Burg zu bringen. Gib nicht mehr als 14.000. Oh mein Gott, die werden auch immer knuseriger. Also bei so wenig Kohle können wir uns keinerlei Stein irgendwie erlauben. Aber wir machen jetzt erstmal unser normales Brückenstück. Kennen wir ja alles schon. Und was haben wir zur Verfügung? Stein haben wir eh nicht zur Verfügung. Und die Holzpfeiler, die wären zu teuer. Deswegen probieren wir uns komplett einmal auf das Billigholz zum Konzentrieren. Es steht recht blöd irgendwie. Also wenn ich hier jetzt probiere runter zum Gehen, dann habe ich keine gerade Linie. Deswegen sollten wir es vielleicht ein bisschen genauer halt eben machen. Und dann kann ich hier wieder bauen. So, und wir bauen einfach mal von hier. Eins nach drüben. Na. Dann machen wir hier unser schräges Prisma. So, damit ist das erste Brückenstück schon mal ein bisschen abgesichert. Jetzt gehen wir hier nach oben und bauen unsere erste Brücke. Dann nehmen wir die nächste. Zack. Das gleiche von der anderen Seite natürlich auch. Das heißt, hier haben wir wieder unser schräges Stück, damit das Ganze von der Seite her abgefedert wird. Dann gehen wir wieder eins nach oben. Und jetzt hier in der Mitte kommt das größte Stück. Und jetzt müssen wir die ganzen Teile eigentlich nur noch verbinden. Langt uns von der Kohle her? Ja, sieht gut aus. Und wir probieren das aus. Und unser Prisma sollte eigentlich stärker sein, als wenn wir nur einen Baumstamm hinmachen. Und das Ganze reicht. 1, 2, 3. Da hinten wird es natürlich bedächtlich rot, aber das ist klar bei so einer Golden Gate Bridge. Wir haben beide geschafft. Das war die Runde heute. Schauen wir noch, ob es eine Zwischensequenz... Jetzt kommen wieder keine Zwischensequenzen. Immer wenn ich denke, es kommen keine, dann kommen welche und andersrum. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Runde hier bei Bridge Constructor im Mittelalter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dann.